Oder wissen Sie nicht mehr? Wissen Sie nur das Thema? Ja, Sie fragen die Definition, oder? Nö, ist nur, ob Sie noch was wissen, was in der Prüfung dazu gefragt wurde, ob wir irgendwas beachten müssen. Nö. Super, ja. Alles klar. Dann ist das Thema Nummer 1 für heute und wir können noch normalerweise noch 2 weitere Dinge machen. Haben Sie, ach ja, ich wollte noch sagen, dass ich die PDF von der Besprechung immer sofort nach dem Gespräch auch hochlade auf die Plattform. Die Videos haben leider immer ein bisschen Verzögerung aus technischen Gründen. Ja, bis mein Team die alle fertig gemacht hat, ist das etwas aufwendiger. Aber die PDFs haben Sie immer sofort. Also das von letzter Woche hatte ich gleich am gleichen Tag noch hochgeladen für Sie. Ne, die können Sie sich sofort ansehen. Ja. Mhm. Haben Sie gesehen? Gut. Ja. Dann, schön. Dann haben Sie weitere Themen. Pneumonie. Pneumonie, auch mal wieder schön, richtig? Ja, das war letzte Woche in München. Aha, sehr schön. Ja. Gut. Ich habe einen Vorschlag. Ja. Gürtelrose. Oder ein Herpes. Okay. Ein Herpes Zoster, ne? Mhm. Ja, beziehungsweise hier dann die Gürtelrose. Sehr unangenehm und auch wichtig. Okay, wunderbar, dann würde ich sagen, starten wir. 3 Themen sind in der Regel gut. So, Blasenkrebs. Wer möchte mal ein bisschen was drüber erzählen? Was fällt Ihnen ein, so im Bereich Arzt-Arzt-Gespräch? Was könnte man darüber besprechen? Darf ich? Natürlich. Okay. Guten Tag, mein Name ist Herr Ali. Ich arbeite hier als Assistentarzt und jetzt würde ich gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, sehr schön. Ja. Das ist hervorragend. So beginnen Sie die Anamnese. Die würden wir jetzt, mal überspringen. Ich hätte gerne mal so ein bisschen Arzt-Arzt-Gespräch von Ihnen allen. Also was fällt Ihnen zum Blasenkrebs ein? Was ist da wichtig? Es ist eine abnormale Wucherung des Blasen. Mhm. Ja. Gut. Ja, es ist eine Wucherung. Das ist eigentlich ganz schön, dass wir da so in die Terminologie kommen. Also, Wucherung ist nett im Fachsprache. Wer hat eine Idee? Wie würden Sie das nennen? Neoplasie eigentlich, eine Neubildung, eine Wucherung, Neubildung. Da, rechts schreibe ich ja immer die Allgemeinsprache, links die Fachsprache. Das müssen Sie streng trennen. Ja. Neubildung, ja, sowas, ja. Das ist im Allgemeineren auch Krebs, ja. Das kann natürlich gutartig, bösartig sein. Ne? Gutartig in Fachsprache. Benigne, das ist ein sehr schöner Fehler, den viele machen. Ne? Benigne, maligne. Benigne. Ja, passen Sie da auf. Ja. Maligne. Ne? Im Englischen ist es benign, malign und so weiter. Ich weiß. Aber. So. Okay, gut. Kommen wir mal zurück zum Blasenkrebs. Blasenkrebs ist eigentlich auch, würde mal sagen, eher der allgemeinsprachliche Begriff. Was sagen Sie in Fachsprache dazu? Harnblasenkarzinom, ja. Hervorragend, richtig. Ne? Also es geht natürlich auch Blasenkrebs, aber Sie sollten das auch sehen. Eigentlich alles, was mit Krebs ist, das, versuchen Sie immer, den Begriff hier, immer Karzinom am Ende zu sagen. Na gut, prima. Was ist denn hier wichtig? Wenn man Sie da jetzt so fragt, was ist denn wichtig da so zur Einteilung, zur Diagnostik? Was fällt Ihnen da so ein? Alle dürfen. Ja, vielleicht eine schmerzlose Blutung, so eine Hämaturie ist ein Warnsignal. Ja, schmerzlose Hämaturie ist ein Warnsignal, ja. Mhm. Sehr schön. Ein Unterbauchschmerzen. Unterbauchschmerzen, sagen Sie? Okay, gut, Sie sagen Schmerzen im Unterbauch. Okay, weiter. Die zum Beispiel Metastasen können auftreten, weil diese Karzinome kann nicht man so früh diagnostizieren.